Es könnte heute ein super Spiel werden, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir uns für diese Partie entschieden haben. Wir zeigen Ihnen live das heutige Spiel von Young Boys Bern gegen den FC Basel. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Young Boys Bern gegen FC Basel. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Anpfiff und los geht's. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Ah, vielleicht geht da noch was. Gute Chance. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitte schön macht die Abwehr? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt Kasami. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Na, das war ein bisschen weit. Der Ball dürfte weg sein. Jetzt Kasami. Ja, könnte was werden. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Sie gehen dazwischen. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Ecke kommt kurz. Ballverlust. Valentin Stocker. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Jetzt die Chance. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Gut dazwischen gegangen. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft.
Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sie bringen den hohen Ball. Er spielt den Steilpass. Super gemacht vom Torwart. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal geblockt. Muss Elfmeter geben. Das war Hand. Das kann die erneute Führung werden. Da ist er drin, der Elfer. Ja, da sehen wir es, schön verladen. Und dann sieht das so mühelos aus. Es ist eine große Kunst, so einen Elfmeter auf diese Art zu schießen. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. 2-1, hier ist noch alles drin. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Hoher Steilpass jetzt, sieht gut aus. Er kann es machen. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Stocker. Raúl Petretta. Chaka. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Chance zum Konter jetzt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Ah, vielleicht. Durchgang 2 hat begonnen. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Jetzt die Flanke. Da klären Sie erstmal. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Stocker. Platz zum Kontern. Guter Pass jetzt. Kann er was draus machen? Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Jetzt ist Platz für den Konter. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Valentin Stocker holt sich den Ball im eigenen 16er. Abgepfiffen, das war Abseits. Etwas zu früh gestartet, Abseits sah gefährlich aus, aber sie machen die Chance selbst zunichte. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Chaka. Jetzt könnte es gefährlich werden. Chance zur Führung. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eine kurze Ecke. Fabian Frei. Ah, da geht er vorbei. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Joelson Fernandes. Valentin Stocker. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Schuss! Chaka. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Da oben, der fordert den Ball. Der Ball ist noch heiß, aber die Fahne ist oben. Abseits. Junge, Junge, da hat nicht viel gefehlt. Oh mein Gott, hätten wir hier den Treffer gesehen. Sie wechseln jetzt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gute Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Macht er das Tor? Nix mit Tor Nummer 3 für ihn. Trotzdem, das ist eine super Leistung heute. Immer gefährlich. Gut gemacht, gutes Tackling. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Pass kommt nicht an. Die Uhr läuft hier langsam, aber sicher runter. Und auch die Fans spüren, dass sie noch mal Gas geben. Aber ganz kurz, das könnte es sein. Starke Aktion. Ball ist noch im Spiel, aber dann kommt die Fahne abseits. Klare Entscheidung. Damit ist die Gefahr hier erstmal bereinigt. Stocker. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Super dazwischen gegangen. Valentin Stocker. Chance jetzt zur Flanke. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel.
Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden. Jetzt Kasami. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Anspielstationen wären da, machen sie sehr gut. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Er spielt den Steilpass. Super gemacht vom Torwart. Das kann die erneute Führung werden. Da ist er drin, der Elfer. Kann er was draus machen? Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede... Klasse, aufgepasst vom Torwart.